Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Layers of Fear. Wir gehen jetzt mal den Gewimmer hier auf den Grund. Oder nicht? Ein Schwarm fliegen oder was ist das? Irgendwas wedelt hier im Kreis herum. Das sind hier auf jeden Fall alle. Überall hört man die ganzen Ratten. Die. Geh weg! Geh weg! Bleib weg! Diesmal nicht! Was? Verschlossen! Diesmal lassen wir uns nicht von ihr kriegen. Okay, wir können hier wieder lang. Das ist gut. Was das wohl soll? Hier wieder diese Paste. Schwarze Farbpaste. Ist nichts. Alles noch weiterhin zerstört. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir diesen Raum hier schon gesehen haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht der Fall ist. Noch mehr von dieser schwarzen Paste. Okay. Hallo? Fenster offen? Hat das einen Grund? Hier liegt auch nichts. Bücherregal ist auch nichts zu finden. Können wir das nicht zumachen? Sieht auch interessant aus, wie das da fast überschwemmend am Fenster entlang läuft. Und hier draußen sehen wir auf jeden Fall ein bisschen Regen. Aber nicht das, was uns das Fenster eigentlich vermittelt. Regenstärke. Was? Achso, Fenster ist zugefallen. Oh. Oh. Don't look back. Okay. Müssen wir. Gut. Ich dachte, diesmal machen wir es nicht. Aber es war egal. Hey. Was hier denn passiert? Ich glaube, hier in diesen Gängen ist er durchgedreht. So wie das Ganze aussieht. Alles voller Farbe. Eine Tür am Boden. Das Bild, das kennen wir auch. Ja, jetzt ist die Tür offen. Aber ob man sich einfach so in eine Tür, die als Luke am Boden gilt, stürzen sollte. Ich machen wir einfach mal. Natürlich sind wir gefallen. War ja klar. Ja, hallo? Was knurrt hier? Das gefällt mir nicht. Weg hier. Das ist doch der Rattenkönig, oder? Keine Ahnung. Irgend so eine mutierte Ratte oder sowas. So. Bisschen mehr Licht, bitte. Natürlich, wir gehen in den Keller. Es ist immer sinnvoll, in den Keller zu gehen. Wenn man irgendwo sicher ist und nicht gekriegt werden kann von irgendwelchen seltsamen Gestalten, dann natürlich im Keller. Okay. Öffnen. Hallo? Was ist das für ein Raum? Haben wir eine Seilwinde? Überall wieder diesen Schmodder. Ich sag da jetzt mal Schmodder zu. Die Tür ist auch offen geblieben. Hier hört man das noch. Da vorne nicht mehr. Das ist interessant. Aber wir konnten jetzt die eine Kiste nicht öffnen. Das finde ich sehr schade. Do you remember? Ja, wir hatten... Wir hätten mal alle Zahlen aufschreiben müssen. Ich habe natürlich nur ein paar aufgeschrieben und entsprechend können wir das jetzt nicht austesten können. Oh, hier, sieh mal an. Da können wir sogar dran drehen. Stellt sich die Frage, ob das wirklich sinnvoll wäre. Guck.
gucken erstmal hier. Hallo? Wieder ein Gang voll Schmodder. Ne, wir drehen erstmal. Machen wir erstmal um zu gucken, was wir damit runterfahren oder auch hochfahren. Oh. Schön weiter drehen. Ich drehe nicht am Rad, damit ihr da leidet. Das wollen wir nicht. Boah, fiese Musik. Okay. Hört das auch nochmal auf. Wir ziehen ja irgendwas hoch oder so. Was? Da hängt ein Bild dran. Höher geht nicht. Okay. Das Bündel Bilder. Sollen wir hier drauf? Wir haben einfach nur ein Bündel Bilder hochgezogen. Was ist das hier jetzt wieder? Grüner leuchtender Punkt. Irgendwas jammert hier vor sich hin. Und jetzt? Ja, die Frage, die sich stellt, ist natürlich, was hat es uns gebracht? Sollen wir uns hier runterstürzen? Besser nicht. Wir gehen jetzt einfach mal da lang, weil es gibt dort nichts anzuklicken oder so. Also, wir können da irgendwie nichts dran machen. Das Einzige, was jetzt wäre, wäre da runterstürzen. Da bin ich irgendwie kein Fan von. Also gehen wir einfach mal hier lang. Es ist wieder dunkel geworden. Leicht gräulich-grünlich. Ach so, ah, warte mal, den Gang, den hatten wir schon. Hier hockte sie drinne. Was ist das denn wieder? Hier ist sie hingegangen oder so. Oh. Das Bett brennt. Und jetzt? Is that her? Oh God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Okay. Das waren wohl Mullbinden für sie. Und sie lag in... Sie lag in so einer Art Koma. Was ist das? Kannst du überhaupt noch malen? Can you ever paint anymore? Was, wenn wir hier wieder zurückgehen? Nichts? Nö. Okay, die Tür selber scheint auch weg zu sein, die da war. Und wir humpeln immer noch weiter. Haben wir zu Anfang gehumpelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Was ist das? Das sieht aus wie so das Ouija-Brett. Ein Ouija-Brett, okay. Spielen wir jetzt auch noch okkulte Spielchen hier, oder wie? Oh, da haben wir doch was. Our number is 363853. Okay. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363853. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. Der Part, der fehlt mir jetzt. Das war, ich glaube, 4, 5. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist wahrscheinlich das, was auch
Das war wahrscheinlich auch das, was uns das Kästchen öffnet. Also 853 habe ich hier noch, 363 habe ich hier auch. 2. Das war aber das letzte. Nutzen wir das doch mal. Jetzt. Was sollen wir hier machen? Mal kurz rüber gucken. Es sind manche Sachen dabei, die verschwinden nicht. Das war's nicht. Was könnte hier stehen? Was könnte dort stehen? Okay, den können wir nicht öffnen. Hier unten auch nicht. Das ist interessant. Wir müssen das Reacher-Brett quasi bewegen, aber ich weiß nicht, ob da die Nummer hin soll. Können Sie uns auch weitergehen? Ach Mann, das ist doch doof. Das ist doch doof. No. Yes, no. Untersuchen das mal weiter. Also A verschwindet, B verschwindet, C, D, E, F, E, A auch, I auch, J auch, L, M, Z, Y auch, S auch. Auch O T S R O P Die 1 verschwindet nicht. Die 2 auch nicht. Die 3 schon. Die 4 auch. Die 5 auch. Die 6 auch. 7 auch. 8 auch. 9 auch. 0 auch nicht ganz. Eins, zwei und null verschwinden nicht. Nicht komplett. Null. Verschwinden alle unter dem Widget. Das ist jetzt doof. Das ist wirklich doof. Wir können das ja gerne mal mit der Nummer probieren. 3, 6, 3. Ne, das will nicht passen. Das wird nicht passen. Schade. 5, 3. So, das hier wäre jetzt die Nummer. Die letzten drei Ziffern, die fehlen mir gerade und vor allem dann wäre noch was übrig. Das ist doch schade. Mensch, wie denn da nirgends voran? Kommen wir nochmal wieder ans Reacher-Brett. Das täte mich ja interessieren. Ja. Ich kann es jetzt irgendwie nicht ändern. Haben wir hier irgendwo einen Lichtschalter, der irgendwas freisetzt? Auch nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Tür fällt zu. Kein Widgerbrett mehr. Mist. Aber dafür einen Kamin, aus dem der Schmodder läuft.
Ganz viel. Was haben wir da? November. November, ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half, sie tut es nicht mehr. Dort was dabei? Nö. Gut, gehen wir mal weiter. Man hört immer noch das Wimmern. Ah, was haben wir denn hier so in dem Schub? Das ist schon wieder die Brosche. Da ist auch nichts dabei. Oh, hier vielleicht? Nope. Mal schön umgucken. Jetzt. Ach, jetzt. Was? Was soll das? Jetzt sind wir wieder in dem Raum, wo da hinten die Puppe saß zu malen. Rechts etwas geknurrt hat. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty. Everlasting. Immortal. Wir finden immer wieder Sachen von der Ehefrau. Zuerst war es das Parfüm, dann der Schminkspiegel. Jetzt auch noch ein Necklace, eine Halskette. Da etwas? Nee. Das ist bereits runtergefallen. Alles durch den Schmodder hier. Da kommen wir auch nicht mehr rein, wegen dem Schmodder. Gehen wir nochmal wieder das Bild mit dem Engel, der von einem Adler oder Geier oder Krähe mitgenommen wird. Links ist jetzt keine Tür. War vorher, glaube ich, auch nicht gewesen, aber hier war eine Tür. So. Nichts passiert. Wir können hier auf jeden Fall nicht rein und wir können auch die Tür nicht bewegen. Es ist auch... Oh, warte mal. Da ist doch was. 2. Oktober. Mein Herz. Ich wünschte, ich könnte machen, was alle Mütter machen. Und dir sagen, dass es keine Monster gibt. Aber das wäre nicht die Wahrheit. Das Leben kann Dinge von außerordentlicher Schönheit schaffen. Doch es kann sie auch zu abscheulichen Wesen verzehren. Selbstsüchtig, gewalttätig, grotesk, monströs. Es schmerzt mich, dir sagen zu müssen, dass dein Vater zu so einem Ungeheuer geworden ist. Und ich befürchte, dass die Krankheit, die seinen Geist befiel, nun auch mich in Beschlag genommen hat. Es ekelt mich an, daran zu denken, was wir dir zugemutet haben. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich weiß, dass ich kein Recht darauf habe. Doch ich bitte dich inständig darum. Bitte versuche uns beiden zu verzeihen. Ich verabscheue, was aus deinem Vater geworden ist. Doch gleichzeitig liebe und bedauere ich ihn. Ich kann nur hoffen, dass du in deinem Herzen das Gleiche für ihn spürst, wie auch für mich. Ich wünsche mir, ich könnte dich zu einer starken, wunderschönen Frau aufblühen sehen. Ich wünschte, dass ich für dich da sein könnte. Doch ich kann es nicht. Dies ist der einzige Ausweg. Leb wohl. Das ist also quasi Abschiedsbrief von der Mutter. Das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wollte die Mutter sich erlösen, also sich quasi selbst ermorden. Suizid. Suizidbeginn. Ein Rollstuhl mit einer Lampe drauf. Können wir nicht anmachen. Chemie. Oh, geht nicht. Wow, was war das? Passiert das nochmal? Ja. So wie wir an dem Rollstuhl dran sind, sehen wir das. Ach so. Okay.
Wenn wir versuchen, den Rollstuhl zu schieben, verzerrt das Ganze und wir sind in dieser sogenannten anderen Welt. Oder so gesehen in anderen Welt, was ist das? Sind das jeweils immer die... Das sieht so aus, das sind jeweils immer die Büsten zu den... Passt doch nicht mehr. Da ist sowas vertauscht. Interessant, interessant. Ich will nur mal eben schauen, ob wir jetzt auch einfach so hier weitergehen könnten. Könnten wir. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir wollen. Oh. Was soll das? Ach nö. Warten wir ja selbst. Okay. Och Mann. Och Mensch. Wir wollten den Rollstuhl doch schieben. Beim nächsten Mal, wenn wir sowas herausfinden, machen wir es gleich. Das ärgert mich jetzt gerade, weil wer weiß, was wir dann wieder gesehen hätten. Verdammt. Und tschüss. Tja, da ist der Rollstuhl wohl weg. Ich höre hier doch was. Oh, sieh mal. Vermin Growth. Ja. Ungezieferwuchs. Krebs des Hauses. Fauliger Gestank. Oh Gott, die Geräusche. Hier hat noch was. Ich weiß nicht. Kommt das Geräusch aus dem Bad? Das sieht. Das wirkt so, oder? Da ist ein Messer. Was haben wir hier? Drinne. Außer Handtücher. Sieht ja mal ein bisschen aufgeräumt hier aus, das Ganze hier. Klobrille runter. Nochmal lieber an der Strippe ziehen. So. Das Messer. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is. Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Okay. Gab gerade wieder eine Errungenschaft. Ich glaube, leise werdendes Geflüster. Hieß die. Oder ähnlich. Die wir damit freigeschaltet haben. Ich gehe davon aus, dass das hier das Messer ist, mit dem sie sich gegebenenfalls selber die Pulsadern aufgeschnitten hat. Gehen wir hier ran. Was ist jetzt? Gucken. Wollen wir wirklich tauchen? Oh, toll. Wir können nichts anderes machen. Nochmal. Drückt halten müssen wir auf jeden Fall. Da ist die Frau wieder. Was ist das da hinten? Ich glaube, wir sollten aber nicht zu nahe kommen. Wir müssen. Dann schwimmen wir da noch mal hin. Oder? Wisst ihr was? Das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Layers of Fear. Ciao.